Hallo Dani, hallo Sarah. Hi, hallo Ami und Maya. Es wurde sich ein Haus gewünscht, und zwar von der lieben Lisa. Die wünscht sich Willow oder Sunny. Und deswegen machen wir jetzt Willow zuerst und danach direkt Sunny Meadows groß. Irgendwann schaffen wir das. Irgendwann sind wir so toll in Englisch. Ja. Was ist das für eine schöne Musik eigentlich? Das Lied heißt The Girl Who Stole the Stars. But it looks like whoever was here left in a hurry. Schön ist das denn? Soll ich dann mal die Gold Challenge nochmal probieren? Oder euch, soll ich die bei Sunny mal probieren? Oder Silber mal probieren? Oh. Hallo, Mrs. Kügelchen, hi. Ich habe immer das linke T benutzt. Wow, Schatzi. Als wenn du das raussuchen könntest. Das ist der Witz bei der Sache. Machst du heute nur Solo? Mal gucken. Ich hab schon Bock. Wieder da, hat ein wenig länger gedauert. Noch auf Fliegenjagd gewesen. Katze hat Angst vor... Was? Eine Katze hat Angst vor... Hey, Silber. Ja, das muss mal gucken. Also Silber mache ich meistens mit einem Beweis. Zum Aufhören jetzt, ich versuche hier MF2. Versuche hier Sachen zu messen. Okay, ich glaube, Geist ist hier. Ich glaube, der ist hier. Wir haben neulich, haben wir tatsächlich die Gold einfach mal spontan gemacht. Das war irgendwann am Anfang vom Stream. Einfach spontan. Und das hat auch funktioniert gehabt. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ah ja. Können wir doch in der Garage falsch sein. Wir haben einen Orb hier. So. Okay, das war die Tasse. Nehmen wir mit. Machen wir ein Foto von. So eine Laute, die rumgesucht hat. Orbi, mein Freund. Komm, setz dich. Nimm dir deinen Keks. Du Arsch. Na, Lieben, ich wünsche euch noch viel Spaß. Tipzig, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Danke, dass du da warst. Was Schönes. Diese dicken Brummer. Oh ja, sind schlimm. Ja, die sind schlimm. Die vollgefressenen, ne? I'm behind you. Wo ist das Buch? Hier liegt normalerweise ein Buch. Das hat er gerade geworfen. Heißt es. Nehmen wir mit, machen wir ein Foto von. Das ist schon wieder Mare Onryo Yokai. Langsam nervt. Könnte natürlich jetzt auch Gefrier mit dabei sein. Oder ein Fingerabdruck. Das ist halt die Frage. Nerv. Und sie fixe. Da, ja, nehmen wir mit. Das ist heute mal mit den Reißern. Ja, es ist halt immer Orb und Box. Irgendwann nervt das halt, weißt du? Gefrier. Okay. Enttarnt. Wir haben einen Mimic. Easy. So. Geist spielt mit anscheinend. Wie würde die Jugend von heute sagen?
Ein Gönnergeist. Vielleicht ein Knochen hier irgendwo. Was für einen macht der gerade nach? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Dafür war es zu uneindeutig. Der hat zwei körperliche Events gemacht und einmal Pups-Event. Also ein Geisterfurcht. Wie wenn Mr. Krabs die Jugendworte zu Perla sagt, ne? Du bist voll peinlich. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ah, du willst nochmal prügeln. Na komm her. Moment, ich hab's schon mal irgendwo geschrieben. Irgendwo vor der Echo Nose. Ah. Ich bin bereit für die Beförderung. Bereit. Beförderung. Das tut mir ja ein bisschen leid, ne? Tut mir ja ein bisschen leid. Aber bist du bereit? Bist du bereit für die Beförderung? Bist du bereit? Bereit, Beförderung? Jetzt nur das Gewinn nicht schon wieder. Unfassbar. Jetzt hast du keinen. Tut mir schon ein bisschen leid, dass du 10-mal Erster einlösen musstest. Und jetzt ist er weg. Probe. Auch Probe natürlich. Gar nicht irgendwie. Ja. Immer gewinnt immer. Nein. Ich hab's im Auge. Haare. Hallo? Haare. War SpongeBob. Ja. Bin bereit. Förderung. War auf nichts anderes bezogen. Nein? entkommen. Kruzifix haben wir noch. Ah. Mimik. Alter Schwede. Entkommen. Die haben ja eigentlich schon alles. Geist haben wir auch schon. Noch ein paar Fotos davon. Oh, da hätte er uns vielleicht überrennen können gerade. War ein bisschen perplex. Ja, das kann ich ganz gut. Ne, Biene? Was? Ja gut, du darfst weiter golfen gehen. Bye bye. Sehr gut. Was? Ja, kenn ich das. Der müsste auch noch zählen, ja. Ah, endlich mal. So. Ah, jetzt hat es mitbekommen. Sehr gut. Ich bin da. Was haben wir für einen Zirkel hatten wir? Shit. Entkommen und Kruzifix. Dann zünden wir halt mal ein paar
jetzt an und lass ihn einfach an. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Anwärter, sag ich mal. Wunder dich nicht, im Discord bekommst du die Rolle noch nicht. Und wir müssen natürlich, auch noch ein bisschen quatschen. Oh, Kruzifix ist eigentlich. Oh, hi. Ciao. Jetzt müssen wir nicht mal gucken. Was war das für eine Wolke? Das war ein Geister-Event. Das war ein Geisterfurz quasi. Das ist nicht der Geist selber, sondern eine Wolke verursacht durch den Geist. Ein Angriff quasi. Das ist das, was der Oni nicht kann gewesen. Das ist eine Hand. So, er muss jetzt einmal kurz sehen. Machen wir so. Hallo, hast du uns gesehen? Sehr gut. Wenn wir jetzt überleben, sind wir entkommen. Also man muss auch nicht irgendwie den Geist räuchern oder sowas. Der Geist muss einen nur mal kurz gesehen haben, ne? Reicht schon. Oh, und warum sucht er da hinten jetzt gerade alles ab? Weil er mich hier gesehen hat. Deswegen ist er darüber gegangen, darüber gegangen, darüber, weil er mich hier gesehen hat. Und er hat übrigens einen Poltergeist nachgefahren. Der zum Zeug. Mach das Suppe. Sehr gut. Unser Team wächst in ihm. Unser Team wächst einfach. Du warst am Crouchen, damit er dich nicht wieder sehen kann, oder? Jein. Ich zeig dir mal kurz was. Zeig dir mal was. Mit der Kerze kann man das eigentlich am besten sehen. Zeig dir mal was. Was machst du da? Und zwar. Ich meine, das hat er so schön nicht dafür, dass wir jetzt trinken. Wie immer. Leckeren Granatapfel, Apfel-Eistee. Vincent, die wachsen, aber nicht so schnell. Den Wachsstreifen abziehen. Au. Pass auf. War hier, das da ist, glaube ich, klar. Kann das hier drauf abstellen. Geist sieht mich nicht. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, siehst du das hier? Da ist eine Schräge. Das hier ist quasi bis hierhin kann er mich von da vorne sehen. Ja. Und damit er mich hier nicht mehr sieht, gehe ich nach unten. Ich glaube, der hat einen Schatten. Wieder sind drin. Sehr gut, Minimalchen. Schau ich mir gleich an von deinen leckeren Kuchen. Und wie geht's dir? Moin. Ja, genau. Das kannst du mit der Kerze tatsächlich sehr gut testen. Wie du dich da verstecken kannst. Ja, also wenn du F gedrückt hast, dann hast du diesen Schatten. Das ist das gleiche wie mit dem Kruzifix. Das kannst du auch quasi da drauf legen. Aber mit der Kerze geht es einem eigentlich am einfachsten. So, jetzt schauen wir mal die Motorhaube. Ja, die Motorhaube ist auch niedrig. Also hier beim Führerhaus kannst du dich stehen verstecken und hier musst du dich hinhocken, damit er dich nicht. Beziehungsweise, wenn er hier drüben ist, darüber schaut. So, jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Und zwar theoretisch. Geister will ich doch gerade hin. Ich will doch gerade in den Keller. Ob der weiß das. Theoretisch kannst du dich hinter so einer Puppe verstecken. Theoretisch geht das. Ist aber sehr präzise, musst du da laufen.
sehr präzise rein. Warte mal. Geht das nicht mehr, oder was? Geht's nicht mehr. Oh, früher konnte man anzeigen lassen. Oder Moment. Vielleicht muss ich das mit einem Bewegungssensor machen. Vielleicht wieder da. Vielleicht wieder da. Arbeit ruft. Lass dich nicht ärgern, kleiner Krebs. Und der PN nimmt Squad. Ja, gleich. Gott, ich werde zugespammt. Och, Kim. Genau. So, ich glaube, damit kann ich es anzeigen lassen. Guck mal, was haben wir noch zum Positionieren? Vielleicht ist gut zu fix, aber das, glaube ich, bringt gar nichts. Ich glaube, mit dem Bewegungssensor geht's das. Na, die sind sowieso am Golfen. Dein Lieblingsnachbar ist wieder da. Hm, wer denn? Oh, komm rein, Süppchen. So, schauen wir mal. Oh no, es geht nicht. Geht nicht. Mann, wollte was zeigen. Ich gehe jetzt an der. Hier geht auch nicht an der Puppe. Aber hin. Also, du kannst ja dagegen laufen. Ne? Und theoretisch kannst du dich hinter dieser Puppe verstecken. Ich tausche gegen John. Das ist wie eine kleine Säule. Von, keine Ahnung, 30 cm Breite oder sowas. Da kannst du dich dran verstecken. Und Duell. John Spaten. Yes. Demolition Spaten. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Duell. Niki. Schön. Komm her, du. Keine Chance. Keine Chance habt ihr, Leute. Keine Chance. Ey, sehr gerne. Ey, JJ, sehr gerne. Hallo Daniel, grüß dich. Ich bin ja nicht hier zum, nicht nur zum Zocken da, sondern auch zum Zeigen. Zocken und zeigen. Ne? So kann man es auch wunderbar sehen. Das heißt, geradeaus gucke. Hier könnte er mich theoretisch noch sehen. Hier nicht mehr. Ach nee, ich habe gewonnen. Oha. Er schafft mich schon noch. Welches Sandwich von euch beiden oder was? Bitte nicht. Ich denke noch eigentlich schon. Ja, den habe ich. Ich glaube, dann habe ich alles. Dann können wir gehen, ne? Egal, gut, Abfahrt. Mimik. Ach, das kenne ich. Was brauche ich auch immer. Ah. Da bin ich tatsächlich der Falsche. Ah.